Eine Übung aus der Eurythmietherapie, die dort AHA heißt, nenne ich die Schlafübung, weil sie sich in vielen Ländern und Zusammenhängen als hilfreich gezeigt hat, um beim Einschlafen zu helfen, bei Schlafstörungen zu helfen, die sehr häufig oder fast immer bei einer Stressbelastung oder einer traumatischen Folgeerkrankung mit einhergeht. Um diese Übung einzuführen, nehme ich gerne zwei Tücher. Dankeschön. Und werfe die einfach nach hinten und es wird schon jemand auffangen. Das kann man gut als Partnerübung machen. Zuerst die Arme ausstrecken und dann hinter sich lassen. Fängt schon jemand auf. Dann machen wir es ohne Tücher. In der Eurythmietherapie heißt es dann A. H. Diese Übung vor dem Einschlafen so 10-mal ausgeführt, merkt man, dass sich so, was man immer so viel zu denken hat, langsam ein bisschen löst und zur Ruhe kommt.